2016 ist wie 2015 auch schon das Jahr der Drohnen. Ich meine, es kamen unzählig viele Modelle auf den Markt. Manche können Hindernissen ausweichen, andere Personen folgen. Aber naja, eines haben sie alle gemeinsam. Sie sind teuer und ganz schön groß. Hier kommt Unique ins Spiel, die mit ihrer neuen Drohne vor allem den Einsteigermarkt so ein bisschen revolutionieren wollen. Ob sie das geschafft haben, gleich heute. Geliefert wird die Breeze in dieser schönen Transportbox, die nicht nur gut aussieht, sondern auch dafür sorgt, dass man das Ding immer in einem Rucksack oder im Auto dabei haben kann. Im Inneren ist dann Platz für den Akku, vier Protektoren, die meiner Drohne auch schon zweimal das Leben gerettet haben, und die Drohne selbst. Das Ladegerät muss man leider getrennt mitnehmen. Die Breeze ist klein und flach. Man kann ihre Füße einklappen und die Propeller ebenfalls. Und dadurch ist sie meiner Meinung nach die, tada, kompakteste 4K-Drohne auf dem Markt. Ich finde schon, dass man das sagen kann, auch wenn jetzt sicherlich ein paar unten in den Kommentaren ausrasten und mir kleinere, kompaktere 4K-Drohnen aufzählen. Aber lasst mich das kurz erklären. Das ist ganz einfach. Die Fernbedienung ist das Smartphone, was enorm Platz spart. Und da sie unter 500 Gramm wiegt, darf man sie problemlos in legalen Zonen fliegen, falls es nicht gewerblich ist. Und wenn man sie dann fliegt, dann fällt eine Sache recht schnell auf. Breeze. Das bedeutet Brise. Und genauso kann man sich auch die Geschwindigkeit der Drohne vorstellen. Sie ist positiv ausgedrückt einsteigertauglich, was negativ formuliert verdammt lahmarschig bedeutet. In der maximalen Flughöhe von angegebenen 80 Metern, geschätzt aber irgendwie 40 Metern, ist sie zum Glück etwas schneller, bis sie die Verbindung verliert. Das ist mir zum Glück nur einmal passiert und in der Theorie sollte sie das auch merken und zu euch zurückkommen. Aber in meinem Fall ist sie dann in einem Baum gelandet. Die Protektoren und die allgemein solide Verarbeitung haben aber dafür gesorgt, dass hier nichts passiert ist. Dennoch ärgerlich. Man kann sie auch indoor fliegen, aber dank der Autorennspiel-ähnlichen Smartphone-Steuerung, mit der man zwar schnell zurechtkommt, die einem aber nie wirklich präzise vorkommt, erschien mir das dann doch zu gefährlich. Und die Reichweite ist wie bereits erwähnt recht klein und somit kann man mit der Breeze, liebevoll auch Selfie-Drohne genannt, nur sich selbst filmen und keine krassen Kamerafahrten machen, wie das mit der Typhoon H, zu der ihr auch bald ein Review seht, möglich wäre. Hier wird Potenzial verschenkt, da die 4K-Videoqualität durchaus überzeugen kann. Klar, in dieser Auflösung sind die Aufnahmen recht verwackelt, aber mich hat das manchmal gar nicht so sehr gestört, wie man erst denken würde, weil es so aussieht, als würde jemand im Himmel laufen und das fand ich irgendwie witzig. Sollte ein ruhiges Bild aber doch mehr euer Ding sein, gibt's eine Stabilisierung in Full HD. Doch ganz ehrlich, diese Drohne will gar nicht die krassesten Aufnahmen der Welt machen, sondern viel eher euch und eure Freunde oder Familie filmen. Dafür wurde sie gemacht und für solche Einsatzzwecke gibt's auch tolle Modi. Sie kann beispielsweise eine Kamerafahrt von euch weg oder auf euch zumachen, um euch herumkreisen oder euch folgen. Ganz simpel über die App. Die erstellten Aufnahmen kann man dann direkt vom Smartphone aus teilen, was ich ziemlich cool fand. Wenn man dann genug geflogen ist oder sie ihre 15 Minuten Akkulaufzeit hinter sich hat, landet sie automatisch wieder am Startpunkt. Die Breeze mag nicht die beste, kompakteste 4K-Drohne sein, aber ich meine, die DJI Mavic und GoPro Karma kosten auch deutlich mehr und die vergleichbare Bebop 2 von Parrot, die ist definitiv nicht so gut wie die Breeze von Unique. Außerdem ist sie halt deutlich leichter legal zu fliegen als große Drohnen, was ich persönlich sehr cool fand. Man könnte sie auch als Backup-Drohne für Profis bezeichnen, weil sie eben gutes 4K aufnimmt, aber deutlich kleiner ist als so eine große Drohne. Mit 500 Euro finde ich den Preis recht fair, allerdings würde ich warten, bis sie um die 400 Euro kostet, weil erst dann lohnt sie sich so wirklich. So, ich lasse meine Breeze jetzt weiter zu meinem Kollegen Technik-Like fliegen. Der wird dazu auch ein Review machen und es ist seine erste Drohne, also bin ich mal sehr gespannt, wie sein Fazit ausfällt. Link zu seinem Kanal und zu seinem Video findet ihr unten in der Beschreibung und dann sehen wir uns bald wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.